Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit der Kanto Live Zeitprojekt. Jo, zusammen mit dem Herrn Heribert. Jo, der ist so gerade am Schneidwerk abkuppeln und ich werde jetzt dann einmal den Raps verkaufen gehen. Und jo, ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und jo, da machen wir uns einmal auf den Weg, die 14.821 Liter Raps zu verkaufen. Da haben wir uns schon einen Preis ausgesucht, und zwar den besten vom besten. Und jo, das sind 1284 Euro pro 1000 Liter und jo. Schnell einmal da fahren, bevor der Herr Huber wieder kommt, weil der ist ein bisschen, glaube ich, bekloppt. Und jo. Und dann schauen wir weiter, was wir noch so zu machen haben. Da haben wir wahrscheinlich Feldarbeit zu machen und ja. So. Dann schauen wir mal, ob der John Deere da über den Hügel aufkommt. Und da müssen wir wieder umrüsten auf Breitreifen, weil das schaut irgendwie komisch aus auf einem John Deere Pflegebereifen. So. So, da sind wir schon. Jo, das ist schon ein bisschen der Gold. 19.000 schmeckt. So, dann fahren wir mal wieder zum Hof und dann fragen wir mal, was wir als nächstes zu tun. Jo, eine schöne Landschaft auf jeden Fall. Da oben sehe ich schon den Schweinestall, da fallen nur noch die Schweine. Jo, und dann kann es eigentlich schon weitergehen. So. Natürlich ist es, habt ihr euch gewünscht, mehr in der Innenansicht zu fahren, dann fahre ich das an. Oh, das erschreckt mich. Ja, grüß Gott. Guten Tag, spreche ich den Herrn Ludwig? Na, den Herrn Praktikanten. Ey, kann es sein, dass du hier irgendwie Telefonfrau bist an dem Hof? Ja, ich bin auch bald der Chef vom Hof, also von dem her. Was bist du? Ich bin bald der Chef vom Hof. Du Pappenheimer. Ich bin gar nichts Pappenheimer. Was gibt's denn? Warum solltest du der Hofbesitzer sein? So, weil man das bald so sein oder bald so ist. Ja, was macht dein Chef? Geht er in Rente oder was? Na, aber was brauchen Sie denn jetzt, Herr Anton Müller? Ist er jetzt ein Mitarbeiter oder was? Jetzt reden Sie weiter. Ja, ich brauche den Drescher bald. Ja, warten Sie, gib den Herrn Ludwig einmal. Ludwig? Herr Ludwig. Ja? Da ist einmal der Anton Müller. Da gibt es Telefon. Oh Gott, oh Gott. Ey, Herbert! Jo, ich heiße Harry, wer du denkst. Meine ich doch. Willst du mich eigentlich rollen? Nee, was wollen sie? Ey, du willst jetzt wirklich dem Kollegen Praktikanten deinen Hof geben? Na. Hey, wie, na? Als ob ich dir meinen Hof gebe hier, also. Hä? Wollen die beide mich gerade verarschen? Dann hau dir mal eine über die Rübe, Junge. Das sagt mir irgendwas, dass der deinen Hof kriegt. Aha. Auf jeden Fall wollte ich fragen, erstmal wegen dem Drescher bekomme ich den gleich. Ja, den könntest du jetzt abholen. Also wenn du ihn jetzt nicht gleich abholst, dann dreschen wir nochmal. Also, ja. Ich will dreschen. Ja, dann dresch jetzt vorher. Ja, ich komme jetzt gleich da oben vorbei. Und wegen den Preisen von Silage. Mhm, ja. Wir haben jetzt so gut wie alles im Silo, wollen das jetzt zudecken, dann können wir am nächsten Tag Silage anliefern. Ja, das ist doch sehr gut. Ist egal, wie viel ihr bekommt. Ihr nehmt so viel, wie ihr wollt, ja? Natürlich, wir nehmen alles. 250.000 Liter wären das wahrscheinlich. Ich müsste ja nochmal genau, aber da wird wahrscheinlich eine gewisse Person nochmal anrufen, wegen den Sachen. Ja. Aber, was wär's ja, ich komm dann jetzt hoch. Ja, macht es. Jo, dann bis dann. Ja. Hier ihr Telefon. Danke. Und, was wollt ihr? Der wollte jetzt den Drescher auswählen, weil ich habe ihm irgendwann mal gesagt, dass wir den dem geben können. Ja, das passt. Dann, was machen wir für einen Stundenlohn für den Drescher?
Ich habe gerade geguckt, der hat 1,2 Motorstunden. Ja. Pro Stunde, wie viel Lohn? Also wie viel? Ja, pro Stunde. Was würdest du so vorschlagen? Ich bin in so Preisen immer eigentlich relativ schlecht tatsächlich. Also 800-900 die Stunde. Ja. Komm, weil er uns bald hier Silage gibt, kommen sagen wir 800. Jo, das passt. Watson See, da schreibe ich mal gleich mal auf. Er hat 1,2 Motorstunden seit dem letzten. Da schreibe ich mal gleich mein schlaues Notizbuch auf. Jo. Was wollt ihr sonst noch von ihnen? Ob sie wirklich meinen Hof übernehmen. Das war nur so ein sehr kleiner Gag, ja. Damit er sie wieder aufregen von der Kollege. Ja. Hoffe ich doch mal, da wollen sie mich hier irgendwann entführen. Nein. Aha. Da ist eine Stunde 800 Euro, haben wir gesagt, gell? Na. Ja, jetzt, also theoretisch hätten wir jetzt rechnen können, jetzt halt nicht mehr. Aber das ist kein Problem, weil wir müssen ja auch noch hier unser Feld jetzt mal wieder breit machen. Jo, das machen wir schon. Nein, und ich hab gesehen, unsere Wiese ja? ist bald wieder reif. Ich hab gesehen, da ist sein Pollen drauf. Stimmt das oder habe ich mich verschaut? Auf welcher? Auf der einen Wiese oder ist das falsche Feld, was ihr geschaut habt? Und zwar? Also 61? Ja, da ist ein Ballen drauf. Ballen? Wir haben eigentlich gar keine Ballenmaschine. Da ist ein Ballen, gewickelter Grasballen. Ein gewickelter Grasballen? Ja. Von uns ist es nicht, wir haben nur den Bergmann, weil wir machen das meiste Gras hier in Silo. Ja, das weiß ich, aber das wollte ich dir nur sagen, ich bin früher vorbeigefahren, da habe ich gesehen. Können wir uns ja dran bedienen, denn, oder? Also ja, wenn es in Hunden sind, jetzt zu dem Zeitpunkt können wir uns bedienen, ja. Ja, der liegt auf unserem Feld. Ja, dann gehört es uns. Ja, wir müssen da eh bald wieder mähen, weil... Ja, wir brauchen mal Silage. Money. Genau. Ja, Ludwig, und zwar habe ich mal gedacht, oder Herbert besser gesagt, und zwar habe ich mal gedacht, wir machen mal so eine eigene Sparte, also wir machen mal so ein eigenes Ding. Wir bauen uns zum Millionärsbauer auf und ja, das machen wir so, oder? Ja, wir werden Millionär. Ja, das machen wir. Und wenn die anderen was brauchen, dann schlagen wir extra noch einmal Preise drauf. Ja. Ja. Aber zwar am Anfang nett sein, damit die denken, ist guter Deal und dann am Ende wird es immer teurer. Ja. Pro Stunde schlagen wir dann so um die 10 bis 15 Euro drauf. Ja. Ja, aber da werden wir noch extra ein Programm ausfallen lassen, da brauchen wir nur die Stunden und die Preise eingeben oder auswählen, was wir haben und dann kommt da automatisch der Endpreis raus. Ja, der merkt das auch gar nicht, dass wir da was teurer machen, nein, oder? Ein bisschen mehr Trinkgeld waschen. Ja, Trinkgeld, ne? Weil wir den extra schön geputzt haben. Ja. Ja, warte mal, ich mach mal kurz die Red Bull-Dosen raus, ne? Ja. Boah, du, was säufst du so viel Red Bull? Ja. Kann. Simple Cola oder wie das heißt. Was sagst du eigentlich zu der neuen Winter Edition? Der schmeckt irgendwie wie Apfelsaft. Das soll normal Granatapfel sein. Aha, habe ich noch nicht genommen. Ach so, dann müsste es einmal probieren. Wann kommt jetzt ey, der Müller? Jetzt warten wir schon, ne? Arbeit steht still. Ja, das stellen wir in extra in Rechnung. Da schlagen wir nach oben drauf, das sage ich. Ne? Ja, wegen Verspätung. Muss ja, eigentlich unsere Wiese irgendwas gemacht werden? Muss da gekalkt werden? Keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Und zwar... Nee, da muss nichts gemacht werden, oder? Sehe ich das falsch? Gedüngt erste Stufe. Vielleicht kann man nochmal drüber düngen, aber glaube ich nicht. Ja, würdest du erst düngen und dann grubbern oder erst grubbern, dann düngen? Ich würde zuerst düngen, oder? Was ja, kommt drauf an, ob da noch besser ist? Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht so wichtig, oder? Na. Ja. Dann was willst du machen? Willst du grubbern? Willst du düngen? Ja, ich würde grubbern, ne? Also. Ja, mach mal. Fahr du ruhig mit dem. Ja, warte mal zuerst, bis der Kollege aufkreuzt da am Horizont. Ja, oder? Das. Warten wir mal. Meine, dann kommt er endlich. Wahnsinn. Ja.
Wir lassen mal den Motor laufen, damit er schon als Motorstunde zählt, oder? Ja. So, verkauft hattest du ja, ne? Ja, das waren 19.000. Ui, das ist doch guter Preis. Ja. Ja. Na, beim Träger mache ich mal den Motor aus. Wir wollen ja hier auch nicht unseren Sprit vergeuden. Na, das passt schon. Haben Sie irgendwie auch noch die Wirkung vom Zaubertrank teilweise? Ja, der war gut, der Zaubertrank. Ja, irgendwie habe ich da noch so ein paar Wirkungen manchmal. Ja. Funktioniert dein Zaubertrank noch? Ja, irgendwie schon nicht. Ich hoffe mal, der verliert bald die Wirkung. Ah, das passt schon. Falls wir mal kleine Probleme haben. Und falls der Herr Müller mal aufkreuzt und einmal nicht zahlen will, dann schmeißen wir ihn gleich weg. Weil der Kraft ist so groß, ich kann die Tür gar nicht öffnen. Redal, jo, was, ein Kärher haben wir auch, das habe ich gar nicht gesehen. Was? Einen Kärher. Ja, ja, habe ich uns mal zugelegt. Bestellt halt, weil sauber machen ist auch immer wichtig, oder? Ja, saubere Maschinen sind das A und O. Je besser, auch sauber gemacht. Ja, je besser das Auftreten von einem ist, desto mehr können wir Geld verlangen. Ja. Wo ist denn der jetzt? Geh doch, der kommt jetzt vorbei. Dachte ich auch. Also, wir geben dir mal ein paar Minütchen vielleicht, aber langsam meine Geduld ist hier auch zu Ende, ne? Ja, das stellen wir in Ahnung in Rechnung. Das sag ich nicht. Aber, die Reifen, wollen wir die jetzt umrüsten? Wechseln oder müssten wir noch irgendwas machen, bevor. Na, da müssen wir eigentlich wieder umrüsten. Nicht, ne? Wie wär's, wenn wir uns eigentlich, oder die müssen wir doch bei der Stadt einmal anfragen wegen so einer mobilen Werkstatt. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Wäre eigentlich praktisch, da können wir auch die Reifen dann so einlagern, ne? Ja, und gleich ummontieren, dann müssen wir nicht immer zum Händler fahren, der ist mir sowieso irgendwie komisch, der Händler. Mhm. Oder was sagen Sie? Ja, finde ich auch. Ja. Ja, wo ist denn der jetzt? Wird der jetzt bald einmal kommen? Könnte man denn bei der Stadt hier anfangen? Haben Sie an so ein Gebäude gedacht oder einfach nur so ganz kleines Zeug? Ja, warten Sie mal, vielleicht haben wir ja schon Grundrisse, was ich meine. Diverses, da gibt's Tafeln, 60 km/h. Können wir eigentlich so. Ich glaube, da kommt der, oder? Oh, Marie. So, jetzt bleiben wir da stehen und verlangen mal allein schon fürs Warten einmal. Das zeigen wir jetzt durch. Das ist doch nicht der Anton, oder? Achso, das ist der Herr Müller. André. Ah, das ist sein Vater, glaube ich. Oi. Oi. Führerschein langsam auch mal abgeben, oder? Ja. Mensch, Motor aus. Hallo. Und die Umwelt. Aus Köln auch noch, das ist eindeutig Premium Leasing. Ja, VIP Leasing. Ja. Hallo. Moin. Servus. Guten Tag. Ich soll bei euch einen Mähdrescher abholen? Ja, kannst du machen. Finde ich toll. Oder darf ich dieses Kopfschalter hier abstellen? Darf irgendwo hin. Wo sie wollen eigentlich theoretisch. Dort, wo es nicht im Weg ist. Da eine bitte. Ja. Hier rein, was bitte. Hier rein? Ja. Hier das Auto rein. Das ist der Schrottplatz, okay. Hey, ja. Was haben sie gegen das wunderschöne Auto? Diese Farbe. Die Farbe kann man hier umlackieren. Oder folieren. Also ich würde ein Audi nehmen, also ich sag mal so. Aber glaub, bitte nicht gegen die Wand fahren, weil dann muss ich wieder spezial reinigen. Ja. So, der Drescher ist hier übrigens. Der Drescher ist da, Schneidwerk ist dran. Soll ich Ihnen einmal den Stundenlohn für die Stunde verrechnen? Sagen, ja. Ach so, die Schlüssel noch ganz schnell, ne? Moment. Hier sind die Schlüssel, ne? Der Preis pro Arbeitsstunde war bei 800, haben wir gesagt. Jo. Gute Fahrt. Dann fahren wir mal einen km/h schneller und dann geht das. Mann! Sind Sie gerade mal in den Trecker reingegangen? Sorry. Also. Ist ganz neidisch auf unseren Johnny, ne? Ja. Weil sie nur MFs haben, ne? Ja, den MF tut der Kontrolle bei mir. Jo. Hab ich aber auch nichts gegen sagen, wir haben auch einen MF, ne? Tschüss. Ja, gute Fahrt, ne? Schöne Ernte. Ja.
Ludwig, hast du schon gemerkt, wie er geschluckt hat, wo ich gesagt habe, 800 die Stunde? Ja, ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so, ich glaube, der Preis ist gar nicht mal überteuert im Vergleich zum Händler. Die heutigen Zeiten, der ist ja schon teuer, ne? Mhm. Jo, ja. Aber ich würde sagen, machen wir mal eine kurze Pause und dann machen wir weiter. Ja, würde ich auch sagen. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare, schreibt gerne eure Vorschläge in die Kommentare und schreibt gerne in die Kommentare, ob die Preise vom Drescher-Vermieten zu teuer oder zu günstig waren. Und ja, dann würde ich sagen, schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.